Steven Spielberg, Bono überreicht goldenen Ehrenbären. Steven Spielberg, 76, wurde eine besondere Ehre zuteil. Der Regisseur wurde am Dienstagabend, 21. Februar, bei der Berlinale mit dem goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk ausgezeichnet. U2-Frontmann Bono, 62, übernahm die Laudatio und überreichte ihm die Auszeichnung. Heute Abend erhält Steven Spielberg aus den richtigen Gründen den goldenen Bären, sagte der Musiker laut Deadline auf der Bühne. Aber sein Lebenswerk ist nicht nur seine Arbeit. Es ist sein Leben, seine Familie. Anführungszeichen. Er sei ein wenig beunruhigt, wenn mir gesagt wird, dass ich ein ganzes Leben gelebt habe. Weil ich noch nicht fertig bin und weiterarbeiten möchte, sagte Spielberg in seiner Rede im Hinblick auf die Auszeichnung für sein Lebenswerk. Ich möchte weiter lernen und entdecken und mich zu Tode erschrecken und sie zu Tode erschrecken. Ich muss zu einigen dieser früheren Gruselfilme zurückkehren, aber das ist eine andere Geschichte. Anführungszeichen. Solange ihm seine Arbeit Spaß mache und sein Publikum Freude und andere menschliche Werte in seinen Filmen finden könne, werde er nicht aufhören, erklärte der Regisseur, Produzent und Drehbuchautor. Die Ehrung habe für ihn eine ganz besondere Bedeutung, weil ich ein jüdischer Regisseur bin. Ich möchte daran glauben, dass dies ein kleiner Moment und eine viel größere, andauernde Anstrengung ist, die zerbrochenen Orte der Geschichte zu heilen. Anführungszeichen. Spielberg hatte sich vor der Ehrenbärenvergabe unter Jubel auf dem roten Teppich gezeigt und wurde danach mit minutenlangen Standing Ovations im Berlinale Palast begrüßt. Den Saal betrat er in Begleitung von Ehefrau Kate Kapscharf, 69. Spielberg stellte auch sein teilweise autobiografisches Werk Die Fabelmanns auf der Berlinale vor. Das Werk basiert lose auf Spielbergs Kindheit. Es handelt von Sammy Fabelmann, Gabriela Bell, 20, der im Arizona der Nachkriegszeit aufwächst und durch ein spektakuläres Zugunglück auf die Idee kommt, Filmregisseur zu werden. Die Fabelmanns ist für 7 Oscars nominiert, er startet am 9. März in den deutschen Kinos. Caracate sărub rândurile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea doar în capul meu și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Oh,